Herzlich willkommen YouTube, mein Name ist Julian, ihr seht Rubitos Blog. Wie ihr schon seht, habe ich eine neue RDTR-Box. Um genau zu sein, ich bin der stolze Besitzer der Skyhook RDTR-Box von der Firma Smog. Wir schauen sie uns jetzt erstmal auf dem Tisch an, danach sehen wir uns im Fazit wieder und dampfen natürlich das Gerät auch einmal an und zeige euch auch, wie ich das gewickelt habe und was das Gerät so kann. Deswegen jetzt aber auf den Tisch und jetzt kommt einmal kurz mein neuer Vorspann. So, jetzt sind wir auf dem Tisch und ich habe die Box jetzt endlich einmal vor mir liegen. Wie ihr vielleicht seht, ist das mal eine andere Umgebung, denn ich versuche mal meinen Kameratisch zu benutzen, um mal ein neues, ja, die Videos ein bisschen besser zu machen. Die Skybox oder Skyhook Box von der Firma Smog wird natürlich wieder geliefert in so einer typischen Umverpackung von Smog. Hier haben wir mal kurz die ganzen Informationen, dass wir unter anderem ein All-In-Design haben, maximal 220 Watt Power, 9 mm passt in den Tank rein. Wir haben einen großen Feuerbutton, ein 0,96 Zoll großes OLED-Display. Dann haben wir Velocity Posts. Dann haben wir natürlich noch ein Single Coil dabei, also dass wir Single Coil betreiben können. Eine multipletible Airflow, ein Drip Tip und ein Drip Tank Flavor and Clouds. Drip Tank Flavor and Clouds. So. Nehmen wir mal den schönen Pappschub an die Seite. Lassen den mal so ein bisschen schön da stehen. Und schauen, natürlich sind immer wieder keine Aussparungen, warum auch. Normal ist da noch ein Pappschuber drin, den habe ich aber erstmal rausgelassen. So, dann haben wir diesen Ring, ein paar Dichtungsringe und Schrauben. Hier ist das Single-Coil-Teilchen, eine Bedienungsanleitung, eine Warranty-Karte und ein Akku-Hinweis, interessiert uns nicht. Und wie immer, Mikro-USB-Kabel, bla 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 bla. Kommen wir zur Skybox selbst. So. Hier oben haben wir auch wie bei der RDTR-Box von iJoy unser Liquid-Einflussloch. Diesmal ist es hier gekennzeichnet mit einem kleinen, aber feinen Tropfensymbol. Und ich habe da schon ein bisschen Liquid an den Seiten dran vom Spritzen. So habe ich den Coil gewickelt, der funktioniert auch. So, dann haben wir hier unseren großen Feuerbutton. Die Rückseite ist wieder in so einer Carbon-Optik gehalten. Skyhook RDTR Box 220TC. Hier haben wir ein kleines Sichtfenster, wie viel Liquid gefüllt ist. Hier haben wir unser großes OLED-Display. Ich möchte jetzt auch nicht auf die Einstellungen im Menü eingehen, denn die Einstellungen sind identisch mit dem von der Alienbox und der AL85 Mini. Immer plus minus. Dreimal klicken, kommen wir ins Menü. 1, 2, 3. Dann können wir jetzt switchen, wenn wir die Box ausschalten möchten. Gedrückt halten, dann schaltet die sich aus. Hier unten haben wir Platz für zwei 18650er Akkus. Und das war es auch eigentlich schon. Es ist halt eine RDTR-Box, immer All-In-Design. Und mir persönlich, ich habe jetzt leider keine RDTR-Box von iJoy hier, weil meine defekt ist. Da ist der Tank ausgelaufen, die ist jetzt auf dem Weg wieder zu meinem Händler zurück. Aber ich finde das Design einfach nur bombastisch schön. So, das dazu. Wir gehen jetzt einmal nochmal kurz in die andere Ansicht. Dampfen das Gerät auch einmal kurz an. Und natürlich kommen wir zum kompletten Test auch einmal kurz am nächsten Dienstag in meinem Vlog. So, und jetzt sitze ich auch wieder auf meinem Sofa, weg von meinem Dampfertisch, Wickeltisch, auf zu meinem Sofa. So, jetzt muss ich erstmal einen kurzen Schluck trinken. So, wir dampfen das Ganze mal. Ihr habt gesehen, wie die Coil gewickelt ist. Ich fange jetzt mal bei, also ich bin bei oben, bin ich bei 0,4.
Sagen wir es mal 56,9 Watt. Haut also schon sehr gut raus. Ich fülle jetzt auch mal kurz Liquid in meinem Tank nach. So. Ich dampfe jetzt übrigens Pineapple Coconut wieder. Habe ich neu angesetzt gehabt. Ist jetzt fertig gereift. Mein Ralph and Ellie ist ja leer. Ich fand das so mega geil noch. So, dann gehen wir mal auf 100 Watt hoch. Und dann nochmal auf 115 und dann auf mehr muss ich auch nicht. So, genau 100 Watt. Ich muss ja mal hingucken, da hängt der Feuermelder. Und der geht im Moment extrem oft an. So, dann gehen wir auf 120 Watt hoch. Ja, komm, 125. Ich finde die Box einfach nur mega. Mein Fazit ist, designtechnisch viel schöner als die RDTA-Box von iJoy. Scheiß auf die 2-3 Milligramm weniger Tank. Sie liegt einfach wesentlich besser in der Hand. Ich habe jetzt leider kein Vergleichsmodell hier, weil meine aktuell in Reparatur ist, weil mein Tank auch undicht ist. Was heißt Reparatur? Ich kriege das Gerät ausgetauscht. Fakt ist, da ist der Feuermelder an. So, ich habe jetzt kurz den Feuermelder ausgemacht, Fenster aufgemacht und jetzt hoffen wir, werden wir nicht mehr gestört. Wo war ich stehen geblieben? Die liegt besser in der Hand als die iJoy RDTA Box und meine ist ja aktuell in Reparatur. Ich kann sie also nicht zum Vergleich hinhalten. Ich hoffe, dass meine in den nächsten Tagen wieder da ist. Und dann werde ich euch nochmal ein Vergleichsbild bei Instagram und Facebook posten. Sonst weiß ich es nicht, ob ich es mache oder ob ich es nicht mache oder ob ich es im Blog erwähne. Weiß ich auch nicht. Fakt ist, mir gefällt die Skyhook besser, auch wegen dem Feuertaster. Wenn nicht so klein, wir haben wirklich die ganze Seite. Ich kann jetzt, hier kann ich noch nicht, hier kann ich auch schon feuern. Hier unten, also wer die Alien kennt, der kommt auch mit der Skyhook klar. Die Bedienung ist die gleiche, es ist halt ein Selbstwickel-All-in-One-Gerät. Was ich schade finde, dass wir hier keine Tankbeleuchtung haben, das hätte hätte Smog besser machen können, aber man kann ja nicht alles haben. Fakt ist, es ist ein schönes Gerät. Ich kann mich nicht beklagen, möchte mich auch nicht. Total tolles Gerät. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch. Wenn nicht, lasst wenigstens ein Abo da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Eine Seite ist Abo, weiß ich jetzt gerade nicht, welche. Ich glaube, da ist Abo und da ist das nächste Video. Und vergesst nicht, nächste Woche meinen Vlog zu sehen, denn dort stelle ich euch weitere Produkte vor, die in der nächsten Woche kommen. Und ich werde den Langzeittest der Skyhook einmal erwähnen und ich werde euch einiges andere erzählen, was wichtig ist in der Dampfwelt. Ich hoffe, euch hilft Sprachfehler. Wir haben uns wieder gesammelt. Ich hoffe, euch hat es viel gefallen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Restdienstag. Denkt dran, in einer Stunde kommt der Vlog von dieser Woche. Und nächste Woche dann mit der Sky Alien Langzeittest-Version. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Robito. Ciao.